Der Obersalzberg, zu Beginn des Jahres 1940. Eva Braun ist mit Adjutanten des Führers zu einer Skitour aufgebrochen. Seit fast 10 Jahren ist sie die Geliebte Adolf Hitlers. Doch das Verhältnis ist nur dem engeren Umfeld bekannt. Längst hat sich die 27-Jährige damit abgefunden, dass sie zu einem Schattendasein verurteilt ist. Eva Braun ist in Wahrheit eine unglückliche Frau. Nicht mal in einem besonders goldenen Käfig. Sie war im Käfig und sie war eingesperrt. Wenn man in so einem Käfig ist und so wenig Eigeninitiative entwickeln kann, darf, dann muss man einfach unglücklich sein. Zumal man das ja schon zweimal mit Selbstmorden versucht hat. Einmal mit der Pistole, einmal mit Tabletten. Das waren Hilferufe meiner Ansicht nach. Und es hat ja auch ganz gut geklappt. Der Hitler hat sich etwas intensiver um sie bemüht. Der Krieg hat alles verändert. Wo er auf dem Obersalzberg aufhält, ist die Alpenresidenz ganz offiziell Führerhauptquartier. Nach dem Sieg über Polen plant Hitler den nächsten Feldzug gegen Frankreich. Da bleibt wenig Zeit für die Geliebte. Gesichert ist, dass er sie wie seine Ehefrau betrachtet hat. Er brauchte jemanden wie sie. Er brauchte jemanden, der ihm derartig die Treue hielt, auf den er sich verlassen konnte. Sie war eine seelische Stütze für ihn bis zum Schluss. Wer Hitler noch kurz vor seinem Selbstmord geheiratet hat? Und was bedeutete es, mit dem schlimmsten Verbrecher der Menschheitsgeschichte zusammenzuleben? Inzwischen nimmt niemand mehr davon Notiz, dass Eva Braun auf dem Obersalzberg ganz selbstverständlich die Dame des Hauses spielt. Sie wird als gnädiges Fräulein angesprochen oder als Fräulein Braun. Für das Personal ist sie die Chefin. Die heile Welt des Obersalzbergs, das künstliche Idyll des Berghofs und seiner Bewohner, wird auch während des Krieges nach außen hin aufrechterhalten. Hier oben scheint der Diktator unantastbar. Auch seine ausgedehnten Spaziergänge gibt der Führer nicht auf. Gelegentlich dürfen ihn nicht nur Evas Freundinnen begleiten, sondern auch Außenstehende, wie die Schauspielerin Magda Schneider, die Mutter von Romy Schneider. Nur enge Vertraute wie der Architekt Albert Speer haben noch uneingeschränkten Zugang zum Diktator. Hitlers Hofstaat beklagt schon bald dessen wachsende Unzugänglichkeit. Eva Brauns Leidenschaft für die Fotografie ist ungebrochen. Sie klebt all ihre Fotos in Alben ein, die nach 1945 nur durch Zufall entdeckt werden. Weihnachten, Neujahr 1939, 1940, Berghof. Hitler kümmert sich um seinen 9 Monate alten Schäferhund Wolf. Auch das Filmen hat Eva Braun nicht aufgegeben. Und so existiert dieselbe Szene auch auf 16 mm Farbfilm. Der Hausherr lässt sich auch an der Kaffeetafel drehen, zusammen mit den Kindern von Albert Speer. Die Familie des Architekten lebt nicht weit entfernt vom Berghof. Normalerweise ist Hitlers Residenz für die kommende Staffage für die Illusion eines Normalums. Eine von Hitlers Sekretärinnen wird sich später selbstkritisch fragen, ist das möglich? Ein skrupelloser Kriegstreiber und fanatischer Massenmörder, der als treusorgender Patriarch auf dem Berghof Freude daran hat, die Kerzen am Weihnachtsbaum anzuzünden und ein ausgesprochenes Bedürfnis nach dem Glück familiärer Freuden hat. Es ist halt schwer, sich Hitler, jemanden, der den Holocaust befohlen hat, sich als einen privat, umgänglichen, netten Menschen vorzustellen. Es war viel einfacher, vor allen Dingen für die Menschen nach 1945, für die Deutschen nach 1945, sich ihnen als ein Monster, einen Dämon vorzustellen, um sich davon natürlich von dieser Zeit zu distanzieren. Es war einfach, sich auf diese Weise von ihm zu distanzieren. Und natürlich, dass man alles, was man von ihm und seinem Privatleben weiß, von denjenigen erfahren hat,
die in seinem unmittelbaren Umfeld mit ihm gelebt haben und ein großes Interesse daran hatten, politische und auch persönliche Distanz glaubhaft zu machen. Zum neuen Jahr gibt der Diktator 1940 einen Empfang für die Bediensteten des Berghofs. Mit dabei ist Heinrich Hoffmann, sein Leibfotograf aus München. Auch in Kriegszeiten scheffelt der alte Kamerad des Führers mit Postkarten und Fotobüchern Millionen. Und Hitler verdient daran kräftig mit. Der starke Mann auf dem Obersalzberg ist Parteisekretär Martin Bormann. Nur über ihn kommt man überhaupt an den Diktator ran. Bormann erledigt für seinen Chef alle unangenehmen Aufträge. Zum inneren Zirkel gehört auch Gretel Braun. Sie teilt die Leidenschaft ihrer älteren Schwester fürs Filmen und Fotografieren. Dazu zählt inzwischen auch Theo Morell, ein Modearzt aus München, der Heinrich Hoffmann erfolgreich wegen einer Geschlechtskrankheit behandelt hat. Die Brauns halten ihn für einen Wunderdoktor. Anschließend stellt man sich, wie fast jedes Jahr, zum Gruppenfoto auf. Diese Fotos aus Eva Brauns Album zeigen, wie sie sich auf dem Berghof ganz offen als Lebensgefährtin des Führers in Szene setzt. Wenn Hitler nicht am Obersalzberg ist, zieht sich Eva Braun in ihr kleines Haus in München zurück, das der Führer ihr geschenkt hat. Hier feiert sie mit Mutter Franziska und Schwester Gretel rauschende Feste. Auch Vater Friedrich Braun hat sich endgültig mit der Tatsache abgefunden, dass die Beziehung seiner Tochter eine Ehe ohne Trauschein bleibt. Nach wie vor schneidet Eva Braun aus ihren farbigen Aufnahmen kleine Filme, die dann auf dem Berghof vorgeführt werden. Wir gehen Gassi, nennt sie diesen Streifen, der wahrscheinlich Anfang 1940 in der Wasserburger Straße in München entstanden ist. Der Diktator hält sich Anfang April 1940 wieder auf dem Berghof auf. Seit Monaten plant Hitler den Krieg gegen Frankreich. Wenn er siegreich ist, bevor Großbritannien auf dem Kontinent Fuß fassen kann, da ist sich der Führer sicher, werden die Briten um Frieden bitten müssen. In der Zwischenzeit richtet der Diktator seine Aufmerksamkeit auf Skandinavien. Hitler hat längst detaillierte Pläne für eine militärische Aktion im Nordmeer ausarbeiten lassen. Am 9. April 1940 dann wird das Unternehmen Weserübung ausgelöst. Und die Invasion Norwegens durch die Wehrmacht ist erfolgreich. Auf der Terrasse hat sich der kleine Hofstaat aus Adjutanten, Sekretärinnen und alten Weggefährten des Führers wie Albert Speer versammelt. Er wird später behaupten, Hitler habe niemals in Gegenwart von Frauen über Politik gesprochen. Nach dem Krieg werden auch die überlebenden Mitglieder des inneren Zirkels beteuern, der Diktator habe sie über seine Kriegspläne im Unklaren gelassen. Dass der Hofstaat vom Angriff gegen Holland, Belgien, Luxemburg und Frankreich am 10. Mai 1940 überrascht worden sei, hält Eva Brauns Biografin für unglaubwürdig. Heinrich Hoffmann wird in seinen Memoiren behaupten, noch auf der Reise an die Westfront habe er geglaubt, es ginge ins besetzte Norwegen. Schon von Berufswegen weicht der Fotograf selten von Hitlers Seite und hat vermutlich genauere Informationen gehabt, als er später zugeben will. Die von Eva und Gretel Braun gedrehten Filme belegen, wie zwanglos es auf dem Berghof zuging. Während der Führer mit seinen Adjutanten Berufliches bespricht, sitzen die Damen ganz in der Nähe auf der Mauer. Hitlers angeblicher Hang zu strenger Geheimhaltung scheint eine Schutzbehauptung des inneren Zirkels gewesen zu sein, um lästige Nachfragen zu vermeiden. Manchmal kann es Eva Braun gar nicht erwarten, dass ihr Geliebter den Berghof verlässt. Einer der Leibwächter wird später berichten, man hätte die Limousinen noch die Serpentinen hinabfahren sehen können. Da wurden schon die Vorbereitungen für mancherlei Amüsements getroffen.
Gerade noch sittsam wie eine Gouvernante, stellte sie nun alles auf den Kopf. Und fröhlich wurde sie dann, fröhlich und ausgelassen, beinahe kindisch. Hilde Speer am Moslaner Kopf. Wenn der Führer sich auf dem Obersalzberg filmen lässt, umgibt er sich gerne mit den Kindern des Architekten. Der Vater wird sich später so erinnern. Nie fand er die richtige, vorbehaltlose Art, mit ihnen zu verkehren. Nach einigen huldreichen Worten wandte er sich bald anderen zu. Er beurteilte Kinder als Nachwuchs, als Repräsentanten der nächsten Generation und konnte sich daher eher an ihrem Aussehen, blond, blauäugig, ihrem Wuchs, kräftig, gesund, oder ihrer Intelligenz, frisch, zupackend, freuen als an dem kindlichen Wesen. Auf meine eigenen Kinder blieb seine Persönlichkeit ohne Wirkung. Wie diese Fotos aus Evas Alben belegen, verhalten sich Adolf Hitler und Eva Braun im Privaten wie ein Ehepaar. Doch eine Heirat schließt der Führer weiterhin aus. Der Grund dafür, dass Eva Braun und Hitler nicht heirateten, liegt einzig und allein in Hitler begründet, in seinen Ängsten begründet. Er hatte Angst vor einer Ehefrau. Er hatte Angst vor den Rechtsansprüchen einer Ehefrau. Das sagte er ja auch ganz deutlich in seinen Gesprächen, die er ab 1942 im Führerhauptquartier führte, dass er Angst habe vor den Rechtsansprüchen einer Ehefrau und deren Einflussmöglichkeiten. Eine Geliebte ist ja immer etwas nicht Alltägliches. Sie hat eben keine Rechtsansprüche. Sie bleibt abhängig. Ungeklärt bleibt, ob es eine rein platonische Liebe war. Bis heute wird darüber spekuliert, ob Hitler seine Sexualität überhaupt ausgelebt hat. Evas Cousine glaubt nicht an ein intimes Verhältnis. Für mich war es ja kein Verhältnis. Für mich war es ja immer irgendwo ein Vater-Tochter-Verhältnis. Das habe ich auch bis heute, halte ich das aufrecht. Weil ich es einfach nicht wahrhaben will. Und der Gedanke, dass dieser Mann sie berührt hat, der ist für mich einfach unerträglich. Von Eva Brauns Schlafzimmer auf dem Berghof führt ein kleiner Durchgang zum Gemach Hitlers. Sie verfügt über eigene Räumlichkeiten. Doch die Fotos der Zimmer aus ihrem Album verraten nichts Privates. Was kann man über die Intimität dieser Beziehung sagen? Also, es ist natürlich schwierig, diese Frage zu beantworten, weil einem letztendliche Beweise in dieser Richtung immer fehlen werden. Es gibt nun mal keine Briefe Hitlers an Eva Braun. Die sind niemals gefunden worden, obwohl sehr viele Historiker jahrelang danach gesucht haben. Es gibt auch keine Briefe Eva Brauns an Hitler. Alles ist vernichtet worden. Höchstwahrscheinlich noch vor dem Ende. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass beispielsweise die Familie Braun selbst für die Vernichtung solcher Briefe gesorgt hat, nach dem Ende des Krieges. Albert Speer erinnert sich so: Mich überraschte, dass Hitler und sie alles vermieden, was auf eine intime Freundschaft hinwies, um dann spätabends doch in die oberen Schlafräume zu gehen. Hitlers Kosenamen für Eva Braun sind Hascherl und Chapperl. Nach dem Krieg werden immer wieder ehemalige Dienstboten befragt, ob sie etwas beobachtet hätten. Da ist von zerwühlten Betten die Rede. Konkretere Aussagen gibt es offenbar nicht. Ein Historiker behauptet sogar, der Führer sei in Wirklichkeit homosexuell gewesen und habe die Beziehung zu Eva Braun nur zum Schein aufrechterhalten. Auch für diese Theorie gibt es keine stichhaltigen Belege. Tatsache ist, dass Evas Terrier Stasi und Negus die Tür ihrer Herren eifersüchtig bewacht haben. Während die Wehrmacht binnen weniger Wochen Frankreich erobert und in Paris einmarschiert, bleibt Eva Braun auf dem Obersalzberg. Dann darf sie nach Berlin kommen, um den Sieg zu feiern. Der Diktator kehrt am 6. Juli 1940 als glorreicher Feldherr in die Reichskanzlei zurück. Eva Braun filmt die Szene aus einem Fenster. Der Führer fährt nur über Blumen, schreibt Joseph Goebbels begeistert. Unser Volk, unser wunderbares Volk.
Inzwischen verfügt Hitlers Gefährtin in der Regierungszentrale über eigene Räumlichkeiten in der Führerwohnung. Sie sei, schreibt Speer in seinen Erinnerungen, durch einen Nebeneingang herein und eine Nebentreppe hinaufgekommen. In den unteren Räumen habe sie sich dann aufgehalten, wenn nur die alten Bekannten im Hause waren. Am 6. Februar 1941 wird Eva Braun 29 Jahre alt. Ihr Gefährte ist nicht zugegen. Feiern kann sie nur mit ihrer Familie. Wie immer lässt Hitler ihr ein Schmuckstück als Geschenk überbringen. In Gegenwart von Vater Friedrich, Mutter Franziska und Schwester Gretel ist Eva Braun ausgelassener als sonst. Alle profitieren von der besonderen Beziehung zu Hitler. Niemand macht ihr mehr Vorwürfe. Das gilt vielleicht für die frühen Jahre, dass die Eltern ein Verhältnis, das nicht zu einer Ehe führte, missbilligt haben. Das ist schon vorstellbar. Aber letztlich, das sagte der Vater ja auch später aus, waren sie natürlich stolz, dass ihre Tochter die Freundin des Führers war. Und er sagte auch an einer Stelle während eines Verfahrens, wenn Hitler ein schlechter Mensch gewesen wäre, dann wäre seine Tochter niemals mit ihm gegangen. Anfang Juni 1941 präsentiert sich der Diktator auf dem Obersalzberg in bester Stimmung. Inzwischen hat er große Teile West- und Nordeuropas seinem Willen unterworfen. An seiner Seite SS-Befehlshaber Sepp Dietrich, ein alter Kamerad aus der Frühzeit der Nazi-Bewegung. Seit Dezember 1940 lässt der Diktator Pläne für einen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion ausarbeiten, die er bei Zusammenkünften mit den Militärs auch in seinem Alpenrefugium weiterentwickelt. Angesichts des Panoramablicks auf den Untersberg bekommt das Unternehmen Barbarossa wahrscheinlich seinen Decknamen. Der Berg gilt als einer der mythischen Plätze, in dem Kaiser Friedrich Barbarossa seit fast 1000 Jahren schlafen soll. Der Oberbefehlshaber lässt sich eine Kamera vorführen. Eva und Gretel Braun filmen. Auf dem Berghof nennen sie den Streifen, der nur wenige Wochen vor dem Überfall auf die Sowjetunion entsteht. Ob Hitler Eva Braun an seinen Plänen teilhaben ließ, ist unklar. Ihre Biografin ist sicher, dass er die loyale Gefährtin in irgendeiner Form einweihte. Der Führer ist entschlossen, den jüdischen Bolschewismus zu zerschlagen. Erst wenn Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niedergeworfen sei, glaubt er, würde auch Großbritannien seinen Widerstand aufgeben. Die Braunschwestern fotografieren und filmen an diesem Tag im Juni 1941 auch diese Szene. Hitler mit einem der Söhne von Martin Bormann. Der Diktator stellt sich geduldig für Posen dieser Art zur Verfügung. So will Eva ihren Gefährten sehen. Gelöst und privat. Immer wieder verkauft sie solche Fotos an Heinrich Hoffmann, der sie in Propagandabildbänden veröffentlicht. Auch Sepp Dietrich lässt sich gerne mit der Speerfamilie filmen und fotografieren. Im Krieg wird sich seine Panzerdivision wiederholt an Kriegsverbrechen und Massakern beteiligen. Der Märchenerzähler wird nach dem Krieg zu lebenslanger Haft verurteilt und seine nationalsozialistische Gesinnung nie ablegen. Während sich Hitler und seine Generäle auf den Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion vorbereiten, fahren die Damen nach Italien. Mit von der Partie sind die Schwestern Braun, Mutter Franziska, zwei Freundinnen und Margarete Speer. Das erste Ziel ist Florenz. Weil Italien von dem befreundeten Diktator Benito Mussolini regiert wird, können sie unerkannt einkaufen gehen. Auch während des Krieges sind die Frauen aus Hitlers Hofstadt modebewusst geblieben. Sie lassen sich Hüte, Kleider und Kostüme in Berlin schneidern oder aus dem besetzten Paris schicken. Die kleine Reisegruppe fährt anschließend nach Neapel, um die Ruinen von Pompeji und Herkulaneum zu besuchen. Im Jahr 79 nach Christus wurden die beiden Städte von einem Ausbruch des Vesuv überrascht und ausgelöscht.
Eva Braun besucht das antike Amphitheater im eleganten Hosenanzug. Danach statten die Damen dem Vulkan einen Besuch ab, der immer wieder aktiv ist. Gretel Braun filmt ihre Schwester Eva inmitten von Schwefeldämpfen und Lava. Massenhaften Tod hat der Vesuv über die Bewohner von Pompeji und Herculaneum gebracht. Angesichts der kommenden Kriegsereignisse ein symbolträchtiges Bild. Ein Jahr später. Wieder versammelt sich die Gesellschaft vom Berghof auf der Terrasse und lässt sich fotografieren und filmen. 1942 wird das Kriegsglück den Diktator verlassen. Niederlage wird sich an Niederlage reihen. Der Führer ist auch äußerlich gezeichnet. Albert Speer wird sich später erinnern, Hitler sei geistig unbeweglicher geworden und kaum noch geneigt gewesen, neue Gedanken zu entwickeln. Er lief gewissermaßen in einer ein für allemal festgelegten Bahn und fand nicht mehr die Kraft, aus ihr auszubrechen. Inzwischen ist im Osten der Völkermord an den Juden in vollem Gange. Längst haben die Deportationen aus Deutschland und den besetzten Ländern begonnen. Das ist sehr schwer zu beantworten, wie viel sie oder auch die anderen Frauen wussten. Diese Leute waren nicht nur Zuschauer. Sie waren in viele Dinge eingeweiht. Und natürlich, Eva Braun lebte in München. Das war jederzeit seit 1933 natürlich sichtbar, dass die jüdischen Mitbürger entrechtet worden sind. Man braucht ja nur eine Tageszeitung aufzuschlagen, um zu sehen, wie die Arisierung vonstatten ging. Und natürlich wussten sie das. Die Frage ist halt nur zum Schluss, wussten sie auch von der physischen Vernichtung der Juden? Wussten sie, dass Juden in Konzentrationslagern ermordet wurden? Diese Frage lässt sich leider nicht beantworten. Aber es kann als gesichert gelten, dass alle, die zum engeren Kreis um Hitler gehörten, seinen Antisemitismus teilten. Eva Braun ist jetzt die Gefährtin eines Massenmörders. Inzwischen ist Friedrich Braun zur Wehrmacht eingezogen worden. Auf dem Familienfoto ist auch die älteste Tochter Ilse zu sehen, die als Sekretärin bei Albert Speer arbeitet und, anders als Gretel Braun, nicht zu Hitlers Hofstaat gehört. Weil Ilse nicht viel Geld verdient, schickt ihr Eva 10 Mark im Monat. Sie könne den Führer nicht um irgendwelche Gefallen für die Familie bitten, schreibt sie. Als sich die Schwester kritisch über die Politik des Diktators äußert, verbietet Eva ihr, je wieder dieses Thema aufzubringen. Wenn der Führer dich in ein Konzentrationslager schickt, soll sie gesagt haben, werde ich nicht diejenige sein, die dich herausholt. Für die Kamera geben sich die Brauns und ihre Freunde in Evas Garten in München gut gelaunt und zufrieden. Doch die inzwischen 30-jährige Führergeliebte hat sich verändert. Ilse Braun schreibt damals in ihr Tagebuch, Eva war arrogant geworden, tyrannisch und taktlos gegenüber ihrer Familie. Weil sie mit den Großen dieser Erde verkehrte, wurde sie egoistisch, manchmal sogar grausam. Ihre abgelegten Kleider verteilte sie wie eine Königin. Im Sommer 1942 werden aus dem Haus Wasserburger Straße schwere Koffer getragen. Familie Braun und ein paar Freunde fahren mit Erlaubnis des Führers wieder in Urlaub. Auch dieses Mal hat Eva Braun ihre Kamera dabei. Es wird ihre letzte Reise nach Italien sein. Eine Maschine aus dem Flugzeugpark des Diktators wird die Herrschaften vom Flughafen München-Riem aus in den sonnigen Süden fliegen. Am Steuerknüppel sitzt des Führers Chefpilot Hans Bauer. Mitten im Krieg ist eine kostspielige Vergnügungsreise ein seltenes Privileg. Deutsche Volksgenossen dürfen nicht ohne Sondergenehmigung ins Ausland reisen und nur geringe Geldbeträge mitnehmen. Das Ziel ist der Badeort Portofino bei Genua, wo die Brauns in den Jahren zuvor schon mehrfach Urlaub gemacht haben.
Eva, Gretel und eine Freundin vergnügen sich auf dem Meer. Anders als auf dem Berghof fließt hier der Alkohol in Strömen. Vier Wochen bleiben die Brauns in diesem Sommer mit ihren Freunden in Italien. Während deutsche Truppen in der Sowjetunion bis in den Kaukasus vorrücken, vertreiben sich Mutter Franziska und Tochter Gretel die Zeit mit Handarbeiten. Weit weg von Krieg und Vernichtung macht Eva Braun in dieser Szene einen besonders glücklichen Eindruck. Ihre Traumwelt existiert noch immer. Hitlers Sekretär Martin Bormann hat am Obersalzberg umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um seinen Führer gegen Angriffe zu Lande oder aus der Luft zu schützen. Jederzeit kann der Obersalzberg mit Hilfe von Nebelkanonen verhüllt werden. Hitler persönlich überzeugt sich Anfang 1943 von der Wirksamkeit. Noch fühlt er sich hier vor den alliierten Luftflotten sicher, die inzwischen deutsche Städte in Schutt und Asche legen. Seit der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad denkt der Führer hinter verschlossenen Türen auch über einen möglichen Zusammenbruch des Dritten Reiches nach. Allerdings, so vertraut er Propagandaminister Goebbels an, könne ein solcher Zusammenbruch nur durch die Schwäche des Volkes verursacht werden. Würde das deutsche Volk aber einmal schwach werden, so verdiente es nichts anderes, als von einem stärkeren Volke ausgelöscht zu werden. Dann könne man mit ihm auch kein Mitleid haben. Auch Uschi, die Tochter von Evas Freundin Hertha Schneider, muss immer wieder für Filmaufnahmen und Fotos herhalten. Ihre Biografin glaubt, dass Eva Braun dieses Familienidyll inszeniert hat, um so ihren Wunsch nach einem künftigen gemeinsamen Privatleben Ausdruck zu verleihen. Als diese Filmaufnahmen entstehen, werden in den Todeslagern im Osten systematisch jüdische Kinder ermordet. Fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens auf dem Berghof sind die Geburtstage des Führers. So auch 1943. Heinrich Hoffmann überreicht einen Bildband. Die Bormann- und Speerkinder gratulieren artig. Auch die Hausmädchen und Dienstboten dürfen ihre Aufwartung machen. 54 Jahre ist der Diktator jetzt alt. Nur 2 Jahre darauf wird sich Hitler in seinem Bunker unter dem Garten der Reichskanzlei eine Kugel in den Kopf schießen. Immer wichtiger wird die 32 Jahre alte Eva Braun für Hitler. Josef Goebbels erwähnt sie jetzt erstmals in seinem Tagebuch. Der Führer hebt auf das Lobendste die ruhige, kluge und sachliche Art von Eva Braun hervor. Und sie wird dem Führer eine wertvolle Stütze sein. Es war gar nicht zu leugnen, dass er natürlich schwer gealtert war während dieses Krieges, den er nicht gewinnen konnte. Und auch die beginnende Parkinson-Krankheit sich schon zeigte. Und das natürlich im Kontrast stand zu den früheren Bildern und Filmen, die Eva Braun von Hitler gedreht hat. Fräulein Braun zeigt uns auf ihrem Zimmer eine Reihe von Bundfilmen, notiert der Propagandaminister am 14. März 1944. Man sieht hier den Führer noch in Friedenszeiten. So gelockert habe ich ihn noch niemals im Film sehen können. Man sieht aber auch, wie sehr der Führer sich während des Krieges verändert hat. Im März 1944 war der Krieg gelaufen. Sie hatten den Untergang direkt vor Augen. Das kann man wohl sagen. Und es war auch so, dass sich auf dem Berghof ja schon lange Untergangsstimmung breit gemacht hatte. In dieser Situation, die alten Filme Eva Brauns hervorzukramen, zeigt, dass man einfach dieser Situation noch einmal entfliehen wollte. Sich gemeinsam an die schönen alten Zeiten erinnern. Die wunderbare, friedliche Zeit, die man hier zusammen verbracht hat. Das zeigt auch, wie eng diese Gesellschaft zusammenlebte einerseits,
aber vielleicht auch in dieser Situation noch einmal diese Gemeinsamkeit beschwören wollte. Am 20. April feiert Hitler seinen 55. Geburtstag auf dem Obersalzberg. Eva Braun klagt häufiger über Migräne. Besorgt tätschelt Hitler ihr dann die Hand. Beide verzichten jetzt auch in Gesellschaft auf das förmliche Sie. Am 3. Juni 1944 heiratet Eva Brauns Schwester Gretel in Salzburg SS-Gruppenführer Hermann Fegelein. Hitlers Sekretär Martin Bormann ist einer der Trauzeugen. Fegelein, der als Kommandeur einer SS-Kavalleriebrigade im Osten Zehntausende Zivilisten ermordet hat, sieht mit dieser Ehe seine Karriere gesichert. Hitlers Sekretärin Christa Schröder behauptet nach dem Krieg, Eva habe die Ehe arrangiert, um Gretel endlich unter die Haube zu bringen. Und weil sie selbst in Fegelein verliebt gewesen sei. SS-Chef Heinrich Himmler vollzieht die Trauung. Ich möchte, dass diese Hochzeit so schön wird, als ob es meine eigene wäre, soll Eva Braun der Sekretärin zufolge gesagt haben. Und so wird die Vermählung auf dem Obersalzberg gefeiert. Die Braut hat sich herausgeputzt und genießt den Tag. Hermann Fegelein gilt als Frauenheld. Christa Schröder glaubt, dem Bräutigam sei aber auch sicher der Gedanke nicht unangenehm gewesen, so etwas Ähnliches wie der Schwager des Führers zu werden. Ich bin Fegelein so dankbar, dass er meine Schwester geheiratet hat, soll Eva gesagt haben. Jetzt bin ich wer. Jetzt bin ich die Schwägerin von Fegelein. In der großen Halle des Berghofs stellt sich der Diktator mit den frisch Vermählten zum Gruppenbild auf. Eva Braun ist nicht dabei. Als sich Fegelein im April 1945 aus dem Führerbunker absetzt, lässt Hitler ihn verhaften und standrechtlich erschießen. Für die Hochzeitstafel auf dem Kehlstein lässt Martin Bormann ein letztes Mal alle verfügbaren Speisen und Getränke auffahren, mit denen die Vorratsräume des Berghofs noch immer prall gefüllt sind. Drei Tage nach dem Fest landen die westlichen Alliierten an den Stränden der Normandie. Der Zweite Weltkrieg tritt in seine letzte Phase. Der Diktator wird schon bald den Obersalzberg in Richtung Ostpreußen verlassen. Eva Braun bleibt zurück. Als sie am 20. Juli 1944 die Nachricht vom Attentat auf den Führer erhält, erleidet sie einen Nervenzusammenbruch. Der leicht verletzte Diktator lässt ihr ein makabres Andenken an den Anschlag überbringen. Die Tatsache, dass Hitler ihr nach dem 20. Juli 1944 seine zerfetzte Uniform schickte, zeigt die große Bedeutung, die sie für ihn hatte. Im Grunde genommen überhöht er damit auch seine eigene Dein Soldatentum. Schau her, wie ich mich für unser Land einsetze. Ich kämpfe mit allen Mitteln, um meine Ziele zu erreichen. Im Grunde genommen war es ja ganz anders. Er saß ja abgeschlossen, hermetisch abgeriegelt in seinem Führerhauptquartier Wolfschanze. Es ist erstaunlich, dass er unbedingt wollte, dass sie diese zerfetzte Uniform sieht. Das zeigt, dass er im Grunde genommen wie ein normaler Mann agierte in dieser Beziehung zu dieser Frau. Eva Braun pendelt in den nächsten Wochen zwischen München und Berchtesgaden. Ihre Familie kommt meistens nicht mit auf den Obersalzberg. Weil sich die Tochter dort einsam fühlt, fragt sie ihre Cousine Gertraud aus Jena, ob sie ihr nicht Gesellschaft leisten möchte. Die 19-Jährige darf schließlich im August 1944 nach München reisen. Da stehen zwei SS-Leute da. Einer nimmt mir einen Koffer ab und der andere sagt, steigen Sie ins Auto ein, wir bringen Sie zu Ihrer Cousine. Da habe ich mir eigentlich auch noch nicht viel gedacht, weil die Cousine war ja in München. Ich wollte ja in München bei ihr sein. Und dann fuhr man aus der Stadt raus und ich sage, wo fahren Sie denn hin? Ja, ich fahre auf den Obersalzberg. Seit Hitler mit seinem militärischen Gefolge das Alpenrefugium verlassen hat, ist Ruhe eingekehrt. Ab und zu gibt es Fliegeralarm. Doch Briten und Amerikaner haben noch keinen Angriff auf den Berghof gewagt.
Der Führersperrbezirk wird von Flak-Einheiten und SS-Männern streng bewacht. Ich musste dann also meinen Koffer aufmachen und musste alles ausräumen. Und ich sage, ich weiß gar nicht, was das soll. Ich will ja zu meiner Cousine. Und daraufhin hat man gesagt, nein, ich müsste also alles ausräumen. Dann habe ich das getan. Dann habe ich es wieder eingeräumt. Und dann habe ich einen Zettel bekommen, ich bin Gast des Führers. Die Vorratslager sind immer noch voll für den Fall einer Rückkehr Hitlers. Einige Dienstboten versorgen den Berghof und Eva Braun. Als Gertraud ankommt, ist ihre Cousine nicht da. Dann wurde ich von einer Dame empfangen. Die hat mich dann in mein Zimmer geführt. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist denn meine Cousine? Ja, die ist ab Königssee. Sie sollen sich inzwischen ein bisschen ausruhen, sich gemütlich machen. Die ist noch beim Baden. Filmaufnahmen aus besseren Tagen. Eva Braun amüsiert sich mit ihrer Familie und Freundinnen an einem Wasserfall oberhalb des Königssees. Vater Fritz genießt die angenehmen Seiten der Beziehung seiner Tochter bis zum bitteren Ende. Gretel Fegelein ist inzwischen schwanger. Ihr Kind wird sie in den Wirren des Kriegsendes zur Welt bringen. Ihr Gatte hat inzwischen ein Verhältnis mit einer Schauspielerin aus Berlin. Seit ein SS-Mann ihn in flagranti erwischt hat, ist Hermann Fegelein persona non grata auf dem Obersalzberg. Im Spätsommer 1944 fährt Eva Braun immer wieder mit ihrer Cousine zum Baden. Auch ihr gegenüber stellt sie Unbekümmertheit zur Schau. Diese Fröhlichkeit, die war so auffallend. Man merkte, dass sie unecht war. Also das fiel einem schon auf. Dass da irgendetwas überdeckt wird, was man einfach nicht zeigen will oder zeigen kann, damit es der andere nicht merkt. Nach dem Baden sonnt sich die kleine Gesellschaft auf dem Kehlstein. Die Damen rauchen sogar, was in Anwesenheit Hitlers verpönt war. Auch Eva Braun hat gern und viel geraucht. Um ihren Gefährten zu ärgern, soll sie oft das amerikanische Lied »Smoke Gets in Your Eyes« gesummt haben. Für den Fortgang des Krieges interessiert sie sich erst, als sich die Alliierten den Grenzen Nazi-Deutschlands nähern. Sie hat es völlig ignoriert. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir einmal im Teehaus gewesen sind und ich da gesehen habe, dass ein Radio gibt und ich gesagt habe, ich ziehe jetzt da oben aus. Und ich möchte in das Teehaus ziehen. Und da war sie auch gleich damit einverstanden, hat nur gesagt, gell, du willst Radio hören. Habe ich gesagt, ja, ich will jetzt wissen, was los ist. Denn wir hatten weder ein Radio noch Zeitungen, wir hatten also irgendwelche Modezeitschriften, die aber teilweise auch keine deutschen waren. Wir waren vollkommen abgeschlossen von der Welt. Und ja, dann habe ich ihr halt die Nachrichten immer überbracht. Und die sind im September 1944 alles andere als ermutigend. Paris ist frei. Die Amerikaner stehen vor Aachen und die Rote Armee hat Ostpreußen erreicht. Sie ist eben immer ernster geworden dann. Dann ging es natürlich auch auf den Herbst zu. Wir sind nicht mehr zum Schwimmen gegangen. Und ich habe mich dann also Vormittage immer zurückgezogen. Ich bin zum Frühstück gekommen und bin dann wieder gegangen. Und diese Fröhlichkeit und diese Hektik war vorbei und ich glaube, sie ist da einfach irgendwann mal durch diese Nachrichten wach geworden und hat sich ihren weiteren Lebensweg oder ihren Weg zum Tod geplant. Nach dem gescheiterten Attentat soll sie einen Brief an Hitler geschrieben haben, dessen Echtheit nie bestätigt wurde. Geliebter, du weißt, ich habe es dir immer gesagt, dass ich sterbe, wenn dir etwas zustößt. Von unserer ersten Begegnung an habe ich mir geschworen, dir überall hinzufolgen, auch in den Tod. Du weißt, dass ich nur lebe für deine Liebe, deine Eva.
Mir ist es sehr, sehr bald eigentlich aufgegangen, dieses drängende Warten auf Anrufe. Das muss also eine ganz, ganz wichtige Funktion in ihrem Leben gehabt haben. Es drehte sich eigentlich ihr Leben um die Anrufe. Die waren nicht lang, die haben nicht so stundenlang telefoniert oder so, sondern vielleicht 10 Minuten. Wir haben abends Filme angeschaut, dann klingelt das Telefon, dann rannte irgendjemand raus und sagte, Frau Braun, für Sie. Und dann rannte sie raus und wir haben die Filme weitergesehen. Mir ist nicht aufgefallen, dass das sehr lange war. Da habe ich gemerkt, also sie wartet auf die Anrufe, sie braucht sie. Was da gesprochen worden ist, weiß ich natürlich nicht. Aber so wie ich die Sache einschätze, war es wichtig, dass angerufen worden ist. Und ja, jetzt hat er angerufen, jetzt können wir gehen. Jetzt hat er angerufen, jetzt können wir nach München fahren. Oder komm, wir machen noch einen Spaziergang. Sie hat darauf gewartet und sie hat damit gerechnet. Und ich glaube, wenn sie nicht gekommen wären, dann wäre sie sehr unglücklich gewesen. Aber sie sind gekommen. Seit ihre Heimatstadt München bombardiert worden ist, die Zukunft erscheint ihr inzwischen so düster, dass sie am 26. Oktober 1944 ihren letzten Willen diktiert, indem sie ihre ganze Habe der Familie vermacht. Nachdem Bomben auf München gefallen waren, wurde ihr selber klar, dass das Ende naht. Nicht zuletzt deshalb machte sie ihr Testament. Eine 32-jährige Frau, die ihr Testament verfasst. Das ist schon erstaunlich im Nachhinein. Vor allen Dingen aber damit zu erklären, dass sie schon sehr früh ganz sicher war, dass sie mit Hitler sterben würde. Sie wollte mit Hitler sterben. Egal wo, wenn er in Ostpreußen geblieben wäre, hätte sie sich wahrscheinlich in München umgebracht. Und sie konnte ja nicht wissen, wie das Ende aussehen würde. Aber sie verfasst ihr Testament, für sie war klar, wenn Hitler stirbt, sterbe ich auch. Anfang März 1945 tritt sie ihre letzte Reise nach Berlin an. Die Fahrt Eva Brauns nach Berlin war höchstwahrscheinlich abgesprochen. Sie kam nicht so urplötzlich, wie immer behauptet wird. Plötzlich war Eva Braun im Bunker, sondern das war etwas, was schon lange vorher feststand, dass sie nach Berlin kommen würde, um dort mit ihm zu sterben. Die Hochzeit allerdings, ganz am Ende, war etwas Spontanes, aber sicherlich von ihm aus der Treue geschuldet, die sie ihm in all den Jahren gezeigt hat. Von ihrer Familie und den Freunden hat sie sich während eines 4-wöchigen Aufenthalts in München verabschiedet. Gertraud hat den Obersalzberg bereits im Oktober 1944 verlassen. Sie glaubt lange, ihre Cousine sei dort bis zum Ende geblieben. Ich habe dann der Eva noch geschrieben, auch Adresse Berghof, und habe nichts mehr von ihr gehört. Überhaupt nichts. Ich habe solche Nachrichten erfahren. Ne? Da hat man ja erst gesagt, Hitler ist in Heldentod gestorben. Da wusste ich immer noch nicht, wo die Eva ist. Und dann im Juni, glaube ich, ist dann zum ersten Mal gesagt worden, erstens mal, dass er geheiratet hätte und dass seine Frau mit ihm in den Tod gegangen ist. Ich habe manchmal das Gefühl, oder das kommt erst jetzt, dass ich mir sage, sie hat ihrer Verwandtschaft bewiesen, dass sie ihn doch noch geheiratet hat. Sie hat ja das Leben einer, ja, Mätresse geführt. Und dass die gesamte Familie damit nicht einverstanden und nicht glücklich war, ob das jetzt eine Mätresse von Hitler oder von jemand anders gewesen wäre. Also in diesem Zusammenhang spielt das keine Rolle. Und sie ist dann doch eben Ehefrau geworden. Das könnte ich mir vorstellen, dass das für sie unheimlich wichtig war. Sie ist eine Ehefrau eines todkranken Mannes geworden, eines Verbrechers, eines Mörders und ja, alles zusammen. Und sie hat dann die letzte Konsequenz gezogen, mit ihm in den Tod zu gehen. In der Nacht vom 28. auf den 29. April 1945 hat der Diktator Eva Braun geheiratet. Doch der Bund fürs Leben hält keine 48 Stunden. Am 30. April nachmittags um 3:30 vergiftet sich Eva Hitler mit Zyankali.
Kurz danach begeht auch Adolf Hitler Selbstmord. Ihre Leichen werden mit Benzin übergossen und verbrannt.